Hallihallo, kurzer Hinweis, die Zeit tickt, die Uhr tickt, es ist noch Zeit, aber nicht mehr lang, ne? Aber nicht mehr so lang, ja gut, ein paar Tage haben wir noch. Worum geht's? Ubuntu Edge, ne? Ubuntu Edge, man könnte auch sagen, das Ubuntu Phone, ob das überhaupt rauskommt oder nicht, das hängt stark davon ab, ob sich genug Enthusiasten, auf gut Deutsch gesagt, Verrückte finden, die mitmachen, ne? Die das einfach wollen, weil sie es wollen. Gut, wird in relativ kleiner Stückzahl gebaut. Man muss, damit das überhaupt auf den Markt kommt, insgesamt 32 Millionen US-Dollar auftreiben. Ja, gut, deshalb kostet es auch ein paar Euro mehr. Ich bin dabei, ich habe mitgemacht und ich hoffe, es finden sich noch mehr Leute, denn wenn diese 32 Millionen US-Dollar nicht zusammenkommen, dann wird es schlicht und ergreifend nicht existieren. Könnt ihr euch hier beteiligen? Entscheidet euch selbst, ob ihr das möchtet, dass dieses Smartphone existiert in Zukunft. Kommt dann im Mai 2014 heraus. Wie gesagt, ich habe mich dort mal beteiligt. Ne? Man muss im Vorhinein eine gewisse Zahlung leisten. Falls dieses Ubuntu Phone oder Ubuntu Edge nicht kommt, dann kriegt man, so hoffe ich, das Geld wieder zurück. Schön ist an dieser Geschichte, dass man dann einen kompletten Ubuntu Desktop auch dann auf seinem Fernseher sehen wird. Das ist auch für mich ein Grund. Außerdem ist es für mich ein Grund, ich bekomme ja hier auch für meine YouTube-Videos ein bisschen Geld, das zu reinvestieren, damit ich euch irgendwann ein entsprechendes Video machen kann, sehe ich quasi als Linux-Nerd, als Linux-Verrückter, als meine Verpflichtung an. Ich bin dabei. Jeder entscheidet selbst, ob er da mitmachen will. Es könnte sich, obwohl es nicht gerade billig ist, vielleicht auch für die Leute lohnen, die so ein bisschen auf Gewinn zocken, ne? Angenommen, im Mai, am 31. Mai 2014 kommt's raus, alle wollen es haben, ne? Und ihr habt noch eins und ihr sagt, eigentlich brauche ich es gar nicht. Dann könnt ihr es vielleicht sogar mit Gewinn verkaufen, weiß ich nicht, ne? Könnte ja sein. Für diejenigen, die nur auf Gewinn zocken, hätte ich gar nichts dagegen. Die würden ja indirekt auch das Projekt unterstützen. Und ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Ne? Jeder entscheidet bitte schön für sich selbst, ob er verrückt genug ist, ob er Linux-Enthusiast ist oder nicht, ob er zu den momentanen 14.882, einer davon bin ich, Unterstützern gehören will und ob genug Geld zusammenkommen wird, um dieses Smartphone, das erste Smartphone, das dann quasi nativ Ubuntu läuft, ne, und dann auch noch Dual Boot hat, wer dann lieber Android haben will, ne, kann man ja Dual Boot mäßig sich dann aussuchen, ne, habe ich so auch noch nicht wirklich gesehen. Und dann, wenn man das Ding, wie gesagt, dann an seinen Fernseher anschließt, so ist es geplant, dann sieht man einen kompletten Ubuntu-Desktop. Also der Desktop auf dem Phone ist etwas anders als der, der dann auf dem Bildschirm erscheint. Ne? Beides läuft dann aber auf dem Phone und das war für mich ein Argument. Und weil ich hier Ubuntu-lastig bin und ein Spinner auf Linux und das unbedingt haben will, deshalb bin ich dabei. Also, wir warten, bis der Countdown abgelaufen ist, ob das Ubuntu Phone oder Ubuntu Edge Wirklichkeit wird. Und wenn ja, dann habe ich schon mal eins. Ne? Dann warten wir einfach nur noch mal bis Mai 2014. Warum? Mai 2014 finde ich eigentlich pfiffig gewählt. Pfiffig gewählt, weil dann kommt die nächste Release ja einen Monat vorher raus, eine Ubuntu 14.04. Und dann hätten wir eine LTS-Version auf dem Smartphone. Deshalb ist das nichts Verkehrtes. Jeder entscheidet selbst, ob er da mitmachen will, ob das Projekt was werden soll oder nicht. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.